Hallo, schön, dass ihr dabei seid heute zu einem Holunderblüten-Zitronenkuchen. Ein richtiger Frühlingskuchen ist das. Dazu brauchen wir natürlich frische Holunderblüten, die haben wir bei uns aus dem Garten gepflückt. Und nun selbstgemachten Holunderblütensirup, paar Zitronen, Joghurt, Dinkelmehl, Backpulver, weiche Butter, ein paar Eier, Zucker, Vanillezucker und eine Prise Salz. Die genauen Mengenangaben sowie das Rezept zum Nachlesen findet ihr wie immer auf meinem Blog lieblingsgeschmack.de. Die Holunderblüten, die solltet ihr am besten vorher kräftig ausschütteln, damit die ganzen Tierchen abgehen. Das macht ihr am besten am offenen Fenster oder im Garten, nicht unbedingt in der Küche. Und danach könnt ihr mit einer Schere die Blüten abschneiden oder sie einfach mit den Fingern etwas abzupfen. Wer möchte, kann die Blüten natürlich gerne auch vorher waschen. Allerdings gehen dann die ganzen Pollen verloren, die werden dann dadurch rausgespült und dann riecht der ganze Holunder nicht mehr ganz so intensiv wie vorher. Als nächstes schnappen wir uns die Zitronen, das sollten möglichst unbehandelte Zitronen sein, und da wird die Schale dann abgerieben. Nur bis zum Weißen, sonst fängt es an bitter zu werden. Und die abgeriebenen Zitronenschalen gebt ihr einfach erst einmal in ein Schälchen. Danach werden die Zitronen halbiert und mit einer Zitronenpresse ausgepresst. Auch den Saft stellen wir erst einmal zur Seite. In einer großen Schüssel rühren wir jetzt den Kuchenteig an. Dazu gebt ihr die weiche Butter in eine Schüssel mit dem Zucker, dem Vanillezucker und dem Salz und rührt das Ganze schön schaumig auf. Danach kommen die Eier dazu und werden nach und nach mit eingerührt. Anschließend kommt der Joghurt dazu, die abgeriebenen Zitronenschalen sowie der Zitronensaft und etwas von dem Holunderblütensirup. Alles wird kräftig miteinander verrührt. Löffelweise kommen dann die trockenen Zutaten dazu, also Mehl vermengt mit dem Backpulver. Der fertige Teig wird dann portionsweise in eine bemehlte Form gefüllt. In dem Fall habe ich mich jetzt für eine Kastenform entschieden und die vorher etwas gebuttert und bemehlt. So lässt sich der Kuchen nachher leichter herauslösen. Wenn ihr Backtrennspray verwendet, könnt ihr natürlich auch das benutzen. Ich teile mir den Teig in drei Portionen auf und gebe dann eine Portion hinein. Darüber kommen dann die Hälfte der Holunderblüten, dann die nächste Portion Teig, dann die zweite Hälfte der Holunderblüten. Und zum guten Schluss der restliche Teig einfach darüber gleichmäßig verteilen. Und so wandert der Kuchen dann für gute 50 Minuten bei 170 Grad in den Backofen. Nach dem Backen lasst ihr ihn 1-2 Minuten in der Form auskühlen und stülpt ihn dann auf ein Abkühlgitter und lasst ihn dort vollständig auskühlen. In der Zwischenzeit kann die Glasur schon mal vorbereitet werden. Dazu brauchen wir einfach nur Puderzucker und von dem selbstgemachten Holunderblütensirup. Beides wird miteinander verrührt, bis keine Klümpchen mehr drin sind und das Ganze eine zähe Glasur ergibt. Nun wird die Glasur einfach nur noch über den Kuchen gegossen, schön gleichmäßig verteilt und gewartet, bis das Ganze fest geworden ist.
Und für das Auge könnt ihr den Kuchen natürlich auch noch mit frischen Holunderblüten dekorieren und dann genießen. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare und wünsche euch noch ein wunderbares Wochenende. Bis dann, tschüss!